Herzlich willkommen zu diesem Beispiel zu Exponentialfunktion. Der Kohlenstoffmonoxidausstoß lässt sich in einer bestimmten Region mit dieser Exponentialfunktion c von t ist 1,29 mal 0,9659 hoch t beschreiben. Wir sollen die richtige Aussage, die zutreffende Aussage für dieses Modell ankreuzen. Sehen wir uns diese Funktionsgleichung, diese Exponentialfunktion an, so erkennen wir, dass der Veränderungsfaktor kleiner als 1 ist, es sich also sicher um eine exponentielle Abnahme handeln muss. Deswegen können wir sofort das eine oder andere relativ schnell ausschließen. Zum Beispiel diese Aussage hier, hier steht ja sogar schon im Wortlaut der Aussage linear, also es handelt sich dabei nicht um ein exponentielles Modell, sondern um ein lineares. Diese Aussage kann also nicht zutreffend sein. Der Kohlenstoffmonoxidausstoß nimmt im Laufe der Zeit immer schneller ab. Wenn man sich verdeutlicht, wie eine exponentielle Abnahme, ein exponentieller Abnahmeprozess im Laufe der Zeit oder mit zunehmenden Argumenten aussieht, so sieht man, dass diese Abnahme nicht immer schneller erfolgt, sondern immer langsamer erfolgt. Das heißt, auch diese Aussage kann nicht zutreffend sein. Die erste Aussage ist ebenfalls sehr leicht auszuschließen, denn auch hier steht schon im Wortlaut der Aussage, nimmt um 29% zu. Das heißt, es ist zwar schon ein exponentielles, von einem exponentiellen Modell hier die Rede, aber von einer exponentiellen Zunahme. Also auch diese Aussage ist falsch. Letztlich bleiben nur die beiden unteren Aussagen übrig. Und zwar, der Kohlenstoffmonoxidausstoß nimmt um 3,41% ab oder nimmt er um 96,59% ab. Und es kommt hier auf dieses eine Wort um sehr genau an. Und zwar, wenn wir 0,9659 als Veränderungsfaktor haben, dann heißt das also, wir haben 96,59% übrig am Ende eines Zeitschrittes hier in Jahren. Das heißt, der Kohlenstoffmonoxid nimmt um 3,41% ab. Oder eine andere Formulierung wäre auch, er nimmt auf 96,59% ab. Dann wäre auch die letzte Aussage richtig. In diesem Fall ist das aber nicht so. Damit haben wir dieses Beispiel richtig gelöst.